Can you see my screen? Awesome. Okay, so thanks for having me. My name is Alexander Kuti. I'm founder and CEO of Spark Global. And our mission of business is to build an AI-driven food exchange to eliminate food waste in the supply chain and drive down climate damage as a result. As you can see, we take the SDGs as a framework. Yeah, so number 12 in particular, which talks about circular economy. And what's the problem? Yeah, basically, we all know the numbers. You know, the numbers are insane. 2.5 billion tons of food are getting wasted per year, every single year. Yeah, and the number is actually coming up. It's getting bigger. It's a bigger problem as opposed to, you know, the problem gets smaller and it reduces. Yeah, so it's a huge problem. And I also learned, you know, there's like a direct correlation to climate. 10% of all greenhouse gas emissions are caused by food waste. Yeah. So if we find a solution to drive down food waste in the supply chain, we also have, you know, one of the biggest levers you can imagine to drive down climate damage. So it's a big problem, but at the same time, it's a huge potential. I also learned, you know, food waste really is not the problem. So food waste is a result of another problem. So the actual problem is the supply chain, when it comes to food, is broken. It's inefficient. Yeah? And because it's not digital, it's mostly analog, there's not enough communication for people to communicate where is, you know, surplus, you know, where might it go. Yeah? So like, yeah, there's a lack of communication, so huge potential to build a platform, fix the supply chain, and, you know, unlock value, create value. Now, if we allow ourselves to think about this huge problem as a market opportunity, the numbers are insane. Yeah. So if you translate 2.5 billion tons of food surplus or food waste into economic value, and say 1 kilogram times 1 euro, you get to these numbers. Yeah, so you know, we kind of reactivate the value of food. How do we do this? Yeah, so like I'm a digital marketplace kind of guy. So in a simplified version, you see the supply chain on the left-hand side, you know, from agriculture, production to logistics to wholesale to retail. And on the right-hand side, you see like pretty much anybody works with food, B2B, canteens, caterers, production companies, but also NGOs and, you know, gastronomy. Yeah, so we connect the dots and say, whatever becomes surplus food, you know, we identify that food and we already know through technology who's the right demand partner. Yeah, we need to be quick because, you know, food is perishable, especially when it comes to fruit and veggies. So speed is really important. Without technology, not possible. So people ask us, like, how do we make money? Yeah. So number one, we're a trader. Yeah. So it's a trading platform. Think about Amazon for food, B2B. That's Spark. Yeah. So we trade, we make money through commissions, you know, through transactions, basically. But also there's an opportunity to increase the value. Yeah. So not just trading, but also to channel food and surplus food into production. Yeah. Think tomato, you know, which gets translated into tomato sauce. Yeah, or like, you know, ketchup, or food becomes food salad. So we call that a value-add production opportunity. Now, given that we are a platform, SaaS fees as a business model, and ultimately, just like Tesla, we'll build our own climate certificate to quantify, you know, the food that goes through our system and produce a CO2 certificate and share the results and the revenues with our partners. Now, how does it work really? Yeah, so like we get notified of, you know, the food surplus in the supply chain. And then, as I said, you know, we have two options. Number one, we can trade. Yeah, we push it into other channels and we make some money. Or if quantity is big enough, and we're talking about huge quantities, then we apply recipes, we turn to production partners, and they, on our behalf, produce food salads or tomato ketchup or some other products, B2C and B2B. Here we see a couple of examples. You know, once again, we don't produce food. We are a tech company, but we orchestrate the approach and we onboard production companies to work with that food surplus. Now, luckily, our company is 2 years old. You know, very early in our stage, we made
global first place at Extreme Tech Challenge 2 years ago, which gave, you know, us, Spark and our topic, huge visibility. And as a result, we're fortunate, you know, the media are hitting us every single day to say, like, what's new at Spark? You know, can you talk about partnerships, you know? And Suzanne from Lufthansa Industry Solutions will talk about our partnerships later on. So this is how we go forward. And yeah, it's like, we don't need really, you know, the media for Spark, but we need the media to shed some light on the topic, you know, to show that there's a solution coming and, you know, to talk about our partners. Talking about partners, you see three buckets of partnerships. Number one, at the upper end, we talk about supply chain partnerships. Yeah, so supply partners, demand partners. Compass Group, you might know, it's, you know, the world leading industry caterer. So they run canteens for other companies like SAP, Google, Bosch. Yeah, so they qualify as a huge demand partner. We just launched our press release 2 weeks ago. So that's a supply chain partnership. Number two is tech partnerships like Lufthansa Industry Solutions. We'll talk about some more. And number three, as I mentioned, we are in the process of building our own CO2 certificate, and we work with parties like GS1, Dean, and Fraunhofer. So you can tell already, SDG number 17 is really important for us when it comes to like joint initiatives and driving value through partnerships. Now, to shed some light on our specific partnerships with Lufthansa Industry Solutions, two things are really important, which will be ongoing for the next couple of years. So number one, how do supply partners notify Spark of their food surplus? Yeah, so they can send us a fax, they can write us an email, they can send us an Excel sheet or, you know, a CSV file, but, you know, ultimately we need to be in the cloud. Yeah, so like we produce data interfaces for them, making it easy to notify us on a daily basis of food surplus. Yeah, so that will continue for a couple of years to really onboard the entire supply chain onto the Spark platform so they can notify us like in a second. Yeah, and then in addition, we're building artificial intelligence modules to make that system really smart, not just to automate, but to predict patterns like food waste, and then to avoid food waste through prediction. That's the second module. You don't have to read all the text, but basically, as I mentioned, our company is still young. We just had our second birthday, but, you know, we're in funding mode, we're raising quite some money right now. But, you know, upper right corner, the goal is really to move the needle, to take out a few million tons of food oversupply and you know, avoid food waste. To move the needle, we're starting in Germany. We're already like in Europe, but, you know, to come to the US in 2 years to launch an international platform to crack food waste as a new norm. So thank you very much. I will hand over to our esteemed partner, Suzanne, to talk a bit more about Lufthansa Industry Solutions and our partnership. Thank you. Okay, ich werde mal auf Deutsch weiterreden, weil Food ist so von der AI-IT-Sache nicht so das Kernthema. Meine Folien sind schon da und man sieht hier so einen Teil von dem Team. Und ich werde mich in meinem Vortrag im Wesentlichen auf Lösungen im Food-Bereich, Food-Waste-Bereich konzentrieren. Nochmal ganz kurz, wo komme ich her? Ich komme her von einer Tochter von der Lufthansa Group, Lufthansa Industry Solution, bin verantwortlich für ein Team von über 100 Experten, also Data Scientists, Data Engineers, AI Engineers. Und wir sind viel in der Lufthansa Group unterwegs, also in allen Konzerneinheiten von der Technik zu Cargo, dem klassischen Airline-Geschäft. Aber wir sind auch überall unterwegs, was so ein bisschen zur Logistik passt, also bei Logistikern, in der Automobilindustrie, bei Retailern. Also das ist so gemixt, so 50-50. Wir sind, Fokus ist schon Deutschland, aber wir haben auch Standorte in der Schweiz, in Österreich und auch in Miami und in Tirana. Und ich steige mal direkt ein.
was ich heute mitgebracht habe. Und ich habe so von der ganzen Kette mal so wirklich Beispiele, die wir schon umgesetzt haben, mitgebracht. Einmal das erste mit Spark Global, wie optimiere ich die ganze Verteilung? Das zweite, wie kann ich das auch vermeiden, indem ich vorhersage, wie viele Gäste vor Ort sind? Dann, wenn ich so ein Buffet habe, was kann ich da machen, um es zu optimieren? Und das letzte, was kann ich tun, wenn ich wirklich Reste habe, um da Analysen zu fahren, um das auch besser zukünftig verarbeiten zu können. Und unsere Partnerschaft mit Spark Global beinhaltet ja sowohl im Konzern Aktivitäten, also wir haben unter anderem jetzt auch in unseren Kantinen Fruchtsäfte von Spark Global. Wir unterstützen aber auch mit einem speziellen Fokus in Bezug auf, wie kann ich wirklich optimalen, in dem Fall Kunden finden, wie kann ich einen optimalen Match bekommen von dem, was sozusagen an Food reinkommt und wo ist dann letztendlich eigentlich der Demand. Und wir haben hier einen Recommender implementiert und wir hatten da so gewisse Challenges, weil, wie Alex gerade gesagt hat, ist das Unternehmen noch nicht sehr alt. Das heißt, die Datenbasis insgesamt war noch nicht sehr umfangreich. Nichtsdestotrotz haben wir die Datenbasis aufgrund der Daten, die schon da waren, also Verkaufsdaten, Matching, so das Übliche, was man hat, nochmal angereichert mit entsprechenden, sage ich mal, Matches aus Lebensmitteldatenbanken, sodass wir einen besseren Match hinbekommen haben. Und das Zweite, was wir getan haben, ist, dass wir permanent lernen mit sozusagen neuen Transaktionen, die reinkommen, das Modell immer wieder entsprechend updaten. Und da sind wir auch permanent dabei und beobachten das auch und entwickeln das auch weiter. Das war mal so der erste Case. Und der zweite Case, da geht es... Und das sind eigentlich im Grunde mehrere Cases. Also was kann ich eigentlich tun in dem Moment, wo Alex seine tollen, das kann ich nur weitergeben, die Tomatensauce in dem Paket war. Mein Mann war ganz begeistert. Ich will unbedingt nochmal haben. Was kann ich tun, wenn ich das jetzt habe? Ich habe ein Restaurant oder ich habe ein Flugzeug, habe Passagiere, um vorherzusagen, wie viele Menüs brauche ich denn da tatsächlich? Und da haben wir eine entsprechende Plattform entwickelt, wo wir schon im Vorfeld so 40 unterschiedliche Arten von Modellen implementiert haben. Jetzt nehmen wir nicht für jeden Case die 40 Modelle. Ich nehme mal den Case meines Kollegen aus den USA, um vorherzusagen für die Kreuzfahrtschiffe, wie viel kommen tatsächlich in das Restaurant rein. Da haben wir es so gemacht, dass wir von den 40 Modellen 10 permanent mit den aktuellen Daten trainieren. Und in dem Moment, wo wir die aktuellen Daten haben, fokussieren wir uns natürlich auf ein Modell. Und oben in dem Slide, das ist hier ja relativ voll, aber ich habe es schon ein bisschen reduziert. Wir machen das erste Mal 6 Monate im Voraus, um zu schauen, was muss ich tatsächlich einkaufen, wo muss ich bestellen, was auch wiederum mit Smart Global sehr, sehr gut zusammenpasst. Und wir machen dann so einen Monat vorher nochmal einen Forecast und dann auch tageweise vorher, um wirklich zu wissen, ich muss jetzt 60 Menüs oder ich muss 70 Menüs vorbereiten, weil das ist ja auch immer wetterabhängig. Das ist abhängig, an welchem Ort bin ich, wie ist die Kreuzfahrt ausgelegt und so weiter. Und im Endeffekt, das sieht man unten ganz gut, wählen wir dann das beste Modell für den jeweiligen Zeitpunkt aus. Das können wir auch und machen wir auch unter anderem natürlich innerhalb der Lufthansa Group. Aber ich habe mal ganz bewusst dieses Kreuzfahrtschiff-Beispiel genommen. Wir sind auch dran, das für Restaurants und auch für die Kantinen innerhalb der Lufthansa Group zu evaluieren. Ein weiteres Beispiel ist letztendlich, ich weiß jetzt, wie viele Gäste kommen und auch wieder Kreuzfahrtschiff, da habe ich am meisten, aber auch in vielen anderen Restaurants ein entsprechendes Buffet und viele von uns wissen, das ist voll dann oder leer und auch da habe ich wieder eine ganze Menge
sage ich mal, Ungewissheit, wie viel brauche ich tatsächlich an Food, wie viel muss ich nachlegen. Und hier haben wir eine Lösung, eine Computer Vision Lösung mit einer entsprechenden Kamera, die zum gewissen Zeitpunkt immer sagt, hier habe ich eine 10% oder wie man im Video sieht, da habe ich noch genug Kartoffeln, muss ich also nicht nachfüllen. Und erst nur mit dem Moment, wo es tatsächlich leer wird, wird auch entsprechend nachgefüllt. Das sieht man auch ganz schön auf der rechten Seite. Das wurde vorher alles händisch und ich sag mal so nach Erfahrungswerten gemacht. Und das geht wesentlich präziser natürlich mit einer entsprechenden Computer Vision Lösung. Dann mein letztes Beispiel in dem Moment, wo gegessen wurde. Und hier habe ich wieder ein Beispiel aus der Lufthansa Group genommen. Ist es natürlich auch nochmal interessant zu sehen, was wurde jetzt von den Gästen gegessen oder auch nicht gegessen. Und die Swiss, die Lufthansa und die Eurowings Discover machen einmal im Jahr, und das sind auch KPIs, die für den Konzern wichtig sind, eine Übersicht, wie viel, sag ich mal, Food Waste produzieren wir tatsächlich in den unterschiedlichen Flügen, unterschiedlichen Economy Class. Und das haben wir in diesem Jahr so gemacht, dass wir wirklich vor Ort waren, wirklich aus dem Teil der Flüge mit dem entsprechenden Computer Vision System. Das sieht man schön auf dem Bild, die einzelnen Komponenten erkannt haben. Hier war es besonders wichtig, was ist tatsächlich noch voll da, was ist weniger da, um dann wirklich abschätzen zu können, wie viel Food Waste tatsächlich generiert wurde, das tatsächlich in Bezug auf die Welt und das natürlich hochgerechnet für die Gesamtanzahl an Flügen. Das ist natürlich zum einen nicht nur zu sagen, ich habe KPIs, sondern auch zu schauen, welche von den Menüs sind interessant, welche sind nicht so beliebt, auf welchen Flügen sind die beliebt. Und wir haben das auch nochmal tatsächlich in Kategorien eingepackt, welche Klasse das tatsächlich auch in den Flugzeugen ist. Und das ist so ganz kurz mal so ein Scratch, was da letztendlich heute in der Kategorie ist. Gerne Fragen. Gut, dann würde ich sagen, Alex, du kommst auch nach vorne. Gerne, gerne. Vielleicht mit dir, Susanne. Kann es sein, dass wir eine Mindestgröße an Organisation brauchen, um überhaupt modellieren zu können? Also du sprachst über Kreuzfahrtschiffen, über Lufthansa. So, was macht der kleine Betrieb, das kleine Restaurant, das kleine Catering-Unternehmen? Keine Chance, dass man an solche Modelle kommt, oder? Prinzipiell schon. Und zwar, das habe ich jetzt bei den Cases nicht gebracht, was wir tatsächlich noch anbieten, also das nennt sich AI as a Service. Ja. Das heißt, wir haben predefined Modelle und bieten die als kompletten Service an, genau für solche kleineren Unternehmen, wo wir sagen, wir nehmen jetzt eure Daten, wir testen die nochmal, machen einen Quality-Check und dann könnt ihr aus der Cloud mit dem Interface, also es ist wirklich easy to use, speziell das anwenden. Und das haben wir schon, wir haben insgesamt 6 AI-as-a-Services, die man on-scratch direkt verwenden kann. Gut, gut. Und du sprachst auch davon, dass du 40 Modelle nutzt, um überhaupt modellieren oder sozusagen... Nee, das ist tatsächlich, also es ist, also wir haben gesagt, so ähnlich wie bei dem AI, also es gehört zu unserem AI-as-a-Service, wir haben die implementiert, die werden tatsächlich aus der Azure Cloud. Und da muss man sagen, alle Security-Sachen, die so eine Airline hat, die haben wir da auch. Und da kann ich nur sagen, das sind eine ganze Menge. Also sicher in Deutschland und was man alles sich wünscht, auch von Datenschutz her. Und die haben wir auch vortrainiert, die sind fertig. Und in dem Moment, wo wir einen Case haben, können wir sagen, von diesen 40 Modellen nehmen wir für den Case, weiß ich nicht, Airline, hier Cardinac oder so, nehmen wir die 10 Modelle, weil die passen am besten zu dem Case. Oder wir sagen, wir nehmen nur ein Modell, da sind wir sehr flexibel. Ja. Aber schon fertig, also fertig implementiert von dem ganzen MLOps in der Cloud und so weiter, sind die 40 Modelle. Und in diesem Modell, da hat sich bei mir die Frage aufgedrängt, gibt es Variablen mit einem höheren Erklärungsgehalt? Sowas wie zum Beispiel Soziodemografie, Männer versus Frauen. Wenn in einem Event Männer sind,
dann ist sozusagen, was weiß ich, der Food Waste größer. Spielt Alter eine Rolle? Job, kannst du ein bisschen sagen, welche Variablen da mit? Ja, wir haben jetzt nicht so sehr in Bezug auf wirklich Diversity das analysiert. Ja. Wir haben es jetzt rein, sag ich mal, fachlich analysiert, weil man muss ja auch so ein bisschen mit dem Bias aufpassen. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass natürlich gerade, und ich erwähnte das ja gerade zum Beispiel bei den Airlines oder auch bei den Kreuzfahrtschiffen, das hängt tatsächlich von den Zielen ab. Es hängt von der Kultur ab, was beliebt ist, was nicht beliebt ist, was gegessen wird. Und deshalb sind ja auch die Menüs zum Beispiel für Flüge nach Indien andere, als wenn ich von Berlin nach weiß ich nicht, Paris fliege. Da gibt es eher kulturelle Unterschiede. Ich kann nichts dazu sagen, aber es ist tatsächlich die Routen, von den Routen, das ist sowohl bei den Kreuzfahrtschiffen so, als auch tatsächlich bei den Flugzeugen. Und man hat es ja selber erlebt, wenn man irgendwo hinfliegt in so einer, dann variiert das, weil der Geschmack einfach anders ist. Vielleicht zu dir jetzt, Alex. Also erstens, ich habe mich über beide Präsentationen sehr gefreut, weil es führt zu einer besseren Welt, was ihr vorhabt. Und das ist sicherlich auch mit einem merkantilen Hintergrund, aber zur Weltverbesserung dienend, das ist gut. Ich habe mich bei dir gefragt, Alex, die große Herausforderung bei dir ist die Skalierbarkeit in den Daten. Ja, du hast irgendwann gesprochen über Connected the Dots, ja, Supplier und Demandpartner. Wie schaffst du das? Wie schaffst du es zu skalieren? Eine sehr gute Frage, weil es ist ja auch das ist der Enabler überhaupt. Ne? Ja. Also im Prinzip Food Waste oder die Food Waste-Lösung ist eigentlich ein Datenkasten. Ja. Also wenn ich es schaffe, die Produkte, die frei werden, also als Überschuss angezeigt werden, gut zu beschreiben, ja, je besser ich die beschreiben kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abnehmer sagt, das genau möchte ich haben. Ne? Also denke mal an den Apfel. Apfel ist nicht Apfel. Ne? Die haben einen unterschiedlichen Säuregehalt. So gerade wenn es um Produktion geht, dann sagt er, meine Maschine kann nur so, mit gewissen Toleranzen. Und ich brauche folgende Spezifikation. Ja? So, ich kann mir das nicht merken als Mensch. Ich kann mir vielleicht 3, 5 Sachen merken. Nur die Maschine kann sich endlos Merkmale merken. Ja? So, und da gibt es ja auch schon Datenprotokolle in der Lebensmittellieferkette, wie den EAN-Code, den GTIN-Code, ne, QR-Codes, Temperaturinformationen, ne, Kühlkette und sowas. Das sind alles, ich sag mal, fragmentierte Daten. Es gibt das Datenstammblatt, ja, was dann auch in der Lieferkette ausgetauscht wird. Was ist das für ein Apfel? Das ist ein Stammblatt. Stammdaten, es gibt, was fehlt, ist eine Zustandsbeschreibung. Ne, also wenn es um Obst und Gemüse geht, wie gut ist denn die Birne noch? Ja, das Stammblatt sagt es nicht, ja. Dazu muss ich mit Fotos arbeiten, mit Sensorik arbeiten, mit irgendwie Sauerstoffgehalt in der Lage. Also ist alles machbar. Aber wir können es merken, es sind alles fragmentierte Daten, die so nicht zusammengesetzt sind. So, wir tun das. Ja, dass wir sagen, gib uns das Datenblatt, die Stammdaten, schick uns ein paar aussagekräftige Fotos, nicht nur von den coolen Sachen, sondern repräsentativ. Ja, und wir setzen das zusammen und bauen damit einen Datensatz, den es so nicht gibt in der Lieferkette. Ja, und das ermöglicht uns durch diese immer wiederkehrenden Muster, das ist so traurig das ist, aber so gut ist es für uns, diese Daten immer wieder zu optimieren, zu schärfen, anzureichern, ja, und gut aufzubereiten. Und dann, die Abnehmer sind ja schon Standby. Ja. Ja, also wenn wir jetzt sagen, ad hoc, wir haben 14 Paletten Bio-Birnen aus Argentinien, so schnell finde ich keinen. Wenn ich aber weiß, das geht tendenziell an den Obstsalathersteller, industriell, dann sagt er mir ja vorher schon, kann ich die Birne gebrauchen? Wenn ja, brauche ich die Williams? In welchem Zustand? Ist sie schneidefähig? So, ne? Das kennen wir alles im Vorfeld. Und wenn dann was passiert und einer sagt, oh, der Container ist zu spät angekommen in Antwerpen, wir haben jetzt einen ganzen Container voller Birnen zum Beispiel, ne? Dann weiß ich schon, der Obstsalathersteller, das Krankenhaus, die NGOs, die Kantine und sowas. Ne? Also ich kann dann sofort in meiner Drehscheibe sagen, was sind die 7 relevanten Channels, ja, schaffe ich hier mit Daten. Also wenn ich denn sagen würde, ich habe Äpfel, dann sagen die alle, was hast du denn genau, wie schauen die aus, wie groß sind die? So, ne? Also das ist genau das Datending. So, deswegen kriegen wir auch eine ganz natürliche Art und Weise, die Daten, weil ne, dem Supplier löse ich ja ein Problem. Er will es nicht wegschmeißen, das hat einen Wert. Wir reaktivieren diesen Wert. Ne, und dazu sage ich, ich brauche die Daten, aber ne, ich möchte es gut beschreiben, das Produkt. Weil dann kann ich dir sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% kriege ich es weg und morgen ist es verarbeitet. Du hast jetzt eigentlich schon letzte Frage, auch an beide. Immer wiederkehrende Muster gibt es nicht mehr. Zumindest in den letzten Jahren ist das Thema Muster nicht mehr aktuell.
Corona ist das eine, der Ukraine-Krieg ist das andere, Schwierigkeiten der Lieferketten, braucht nicht zu erzählen, braucht uns keine Eulen nachher den tragen. Startet die Modellierung wieder bei null? Nein, wir setzen, so traurig dieses Überschussproblem ist, ne? Aber das Gute ist, wir bauen ja eine Lösung, die tatsächlich sehr, sehr gut skalieren kann und auch soll, international. Ne? Also was ist der Ausblick aus diesem 2,5 Milliarden Tonnen Überschuss? Die Hälfte rauszunehmen, schaffe ich nur mit Technologie. Ne? Wir setzen auf den bestehenden Daten, wir paketieren die, ergänzen die etc. Und an der Stelle sind es eben doch wiederkehrende Muster, ja, weil die Lieferkette ist wie so eine Art Wasserfall. Ne? Vorne drücke ich die Ware rein. Ne, und dann geht hier in den Großhandel, in Logistik, in Lebensmitteleinzelhandel, Zentrallager. Also das sind tatsächlich wiederkehrende Muster. Okay. Auch die Ernte, Kartoffelernte, jetzt ist Spargelzeit, dann kommt irgendwie die Himbeere, dann kommt die Sommerfrucht aus Brandenburg, dann gehe ich wieder in die Wintertrichter. Das sind tatsächlich wiederkehrende Muster. So, und wenn ich mir die historischen Daten hole, ja, wie Susanne gesagt hat, ne, und die werden uns ja zur Verfügung gestellt, ne, wie war es denn letztes Jahr, wie war es denn vorletztes Jahr. Ja, und wir können es merken, die großen Knotenpunkte sind die Zentrallager in der Lieferkette. Und da kann ich ja fragen, was hattet ihr an Überschuss zu Mango letztes Jahr? Und dann ergeben sich diese Muster, anders als wenn ich mir eine Brille kaufe, das mache ich vielleicht einmal im Jahr, dann bin ich im Lead Generation Geschäft und muss ich eigentlich jedes Mal den Kunden wieder neu abholen. So, also solange wir keinen Fehler machen, bohren wir uns in dieses Problem und zeigen die Lösung, die dann skalieren kann. Okay, aber spätestens zu sagen, wenn es um die Fortbewegung der Menschen geht, da hat sich was dramatisch verändert. Ja, das ist richtig. Ja. Und wir überwachen auch die Modelle. Also es hängt tatsächlich vom Case ab. Und das ist das Thema MLOps. Okay. Wir haben es ja so, dass wir tatsächlich, und das ist ja eines der Challenges überhaupt, um solche Sachen wirklich in operativen Betrieb zu bringen. Wir haben 80 Cases im operativen Betrieb bei unseren Kunden. Und es hängt tatsächlich davon ab, ob wir das engmaschig monitoren, mit einer automatischen Evaluierung passt es noch, das, was wir vorhersagen, zu dem, wie es wirklich ist, um dann wirklich auch wieder reinzugehen und in den krassesten Fällen dann eventuell auch nochmal zu gucken, ist das Modell, was wir bisher hatten, eigentlich auch das Richtige. Aber wir haben ja diesen ganzen kompletten Prozess schon in der Entwicklung, dass wir sagen, wir überwachen, also wir speichern die Daten, wir speichern die Modelle, wir speichern, wie ist es, und wir überwachen das also wirklich im gesamten Betrieb. Gut, soeben ist das Mittagessen geworden. Ich bin gespannt, wie viel übrig bleiben wird um 14 Uhr. Ich habe da was zu analysieren. Besten Dank für das Dazu. Wir helfen mit alternativen Abnehmern. Danke euch vielmals. Besten Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ja. So.